mal quer durch den Wald einen Trampelpfad entlang. Haben wir was gefunden. Guck her. Dann hatten wir etwas Tolles gefunden. Auf den Rand zoomen. Ein Camp, Shelter und einiges mehr. Ja, das ist ja mal was für Manfred hier. Super. Voll das Lager. Wer hat das gebaut? Pfadfinder. Ich gehe mal davon aus, dass es von Pfadfindern, Kindern oder einer Jugendgruppe gebaut wurde. Von wem auch immer, finde ich total klasse. Da hat auf jeden Fall einer gern gebaut. Das sieht schon danach aus, ja. Ist das hier nicht, guck mal, so christlich irgendwas vielleicht? Wenn ich es richtig sehe. Indianerbilder. Birkenrinde, klar, mitgenommen. Na dann erzähle ich jetzt euch mal was ausführlichst über die Birkenrinde. Keine Angst, war nur ein Spaß. Und auch noch eine schöne Schnitzarbeit. Diesem Kunstwerk gebührt ein besserer Platz als auf dem Boden. Und das sieht aus wie in einem Wildwest-Indianerdorf. Und das ist schon ein Abbild von der natürlichen Filterung vom Wasser. Es geht durch bestimmte Schichten durch. Das wurde halt für die Kinder quasi als Lehrpfad angelegt. So. Naja, und ansonsten gab es natürlich, wie fast immer, noch einiges mehr zu entdecken. Ob da auch Kobolde wohnen? Das war wieder mal wirklich ein richtig schöner Tag. Unglaublich, wie viel man in ein paar wenigen Stunden so alles erleben kann. Olli ist auch wirklich ein feiner Kerl, hat echt Spaß gemacht. Freue mich schon, wenn wir uns mal wieder treffen. Dann auch noch ein Wildgehege. Säge hinten im zutraulich. Von mir aus gesehen Luft. Na komm, but. Ich finde die Tierchen echt nett. Was denn? Irgendwo auch Grünstelle gibt. Das kann man nicht. So, zwischendurch könnte man sich doch auch mal etwas sportlich betätigen. Tischtennis im Wald? Ja, auch nicht alltäglich sowas. Jetzt hätten wir auch Baumrinde suchen können, die wir als Schläger verwenden können. Oder welche schnitzen. Aber der Ball? Grübel. Da fiel uns auf die Schnelle nichts ein. Ach was, egal, mit der Hand geht's auch. Und statt Ball tut's auch mal einen Ast. Ping, pong. Ein Buschkräfter hinter Gitter. Da brauchst du gar nichts mehr bauen, guck. Schon Sandkastchen.
Ach, das ist der Spielplatz. Spielplatz im Wald für Kinder. Gut, freue mich für die Kinder. Warum auch nicht? Und wo bitte gibt's den Spielplatz für Buschkräfte? Kann man sowas irgendwo beantragen? Der Wald liegt. Wald liegt. Länder. Mit Waldterrasse. Autos auf Parkplatz abstellen. Können wir jetzt auch schön bauen. Laubwald. Ja, Laubwald. Schöne, freie, gerade Flächen. Viel Totholz. Lecker. Richtig schön für ein Camp bauen. Zwischendurch einfach auch mal ein Bäumchen, ganz sinnlos wieder eingepflanzt. Puh, warum auch nicht? Also, wenn ich hier die Vögel so höre, könnte man meinen, es wäre bereits Frühling. Und bei mir zu Hause liegt prächtig Schnee. Also da wäre doch ein schönes Plätzchen, um den PC-Hobo-Kocher mal zu testen, oder? Da, auf der Baumwurzel. Ich weiß nicht, muss man dieses PC-Teil nun zuerst irgendwie starten oder so? Gibt's dann Windows-Feuer? Microsoft PC-Teil? Ich würde das Teil auf jeden Fall Microhover taufen. Mal sehen, ob die Festplatte funktioniert. Vielleicht kann man das Feuer ja abspeichern oder so. Ups. Jetzt hat er sich, glaube ich, aufgehängt. Egal. Neustart. Fertig. Prima. Lüftung funktioniert. Sonst würde das Ding noch heiß werden und durchdrehen. Aber wie steuert man das Ding? Tastatur haben wir ja keine. Ach so. Eine Maus geht ja auch. Die gibt's ja im Wald zu Genüge. Da fällt mir gerade eine nette Story ein. Viele Menschen gehen zum Chef und sagen... Gib mir mehr Geld, dann arbeite ich mehr. Im übertragenen Sinne würde man hier sagen, Mikrohobo, gib mir Wärme, dann gebe ich dir Holz. Aber so funktioniert das Spiel nun mal nicht. Zuerst das Holz, also die Leistung, dann die Wärme, beziehungsweise eben das Geld. Es brennt immer noch ein bisschen. Also, wenn ich jetzt die Bilder so sehe beim Schneiden, dann wäre ich jetzt wieder gerne draußen und würde gern was trinken. Da fällt mir ein, oh Mann, ich hab voll Durst im Moment. Ich hol mir mal schnell was. So, sorry, jetzt geht's wieder besser. Oh Mann, hab ich grad Durst gehabt.
sieht man so einen Wanderer mit Rucksack und dann hat er hinten so einen Computerteil da dran. Versteht sich ja wohl selbst. Kein Müll, alles wieder spurenbesetzt. So. Selbstverfreilich wird Feuer fein säuberlich gelöscht, alles wieder sauber gemacht, Spuren beiseitigt. Versteht sich ja von selbst. Der Jägerstand ist gut platziert, direkt mit Seeblick. Olli getarnt, der Baum-Olli. So, liebe Freunde, das war es schon mit dem zweiten Teil. Im nächsten Teil werden wir dann Schaschlik am Lagerfeuer kochen. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Liebe Grüße, Manfred, euer Waldläufer, und natürlich auch liebe Grüße von Olli. Bis gleich,